Super Idee, mit einem Ledergürtel auf einer Ledercouch zu sitzen beim Drehen. Übrigens, falls jemand Interesse hat an einer Ledercouch, ich möchte sie loswerden. Nicht, weil sie quietscht, sondern weil sie zu groß ist für diesen Raum. Und damit herzlich willkommen in diesem Video. Ich komme mit der Couch nicht klar. Und damit herzlich willkommen in diesem Video. Und in diesem Video geht es um die blöden Fragen in der Schwangerschaft. Eure Lehrer früher haben bestimmt auch gesagt, ja, es gibt keine blöden Fragen. Und doch, die gibt es schon. Es gibt blöde Fragen. Und blöd ist vor allen Dingen an diesen Fragen, dass man sie schwierig ergoogeln kann. So medizinische Sachverhalte, die ich ja auch in meinen Videos sonst immer erkläre, die kann man ja schon ergoogeln. Und da gibt es ja eigentlich auch eine ganz klare Linie, die man so verfolgen kann. Aber bei den blöden Fragen, da wird es schwierig, weil dann kommen genau diese berüchtigten Foren irgendwie zum Vorschein, wo die eine das sagt und die andere sagt das und man weiß überhaupt nicht mehr, was man glauben soll. Und um diese blöden Fragen geht es jetzt. Vor kurzem habe ich bei... Gut, super enge Jeans an. Habe ich bei Instagram gefragt, haut mal raus, blöde Fragen, jetzt an mich und... Und deswegen nenne ich das Ganze jetzt auch hiermit Volume 1, der erste Teil, denn es kam einfach enorm viel von diesen Fragen und ich war echt verblüfft, wie viel Bedarf da eigentlich steht. Und wir sammeln jetzt mal so die wichtigsten Fragen in dem ersten Durchgang. Da überschneiden sich natürlich ein paar und deswegen kann man die ganz gut zusammenfassen. Und ich bin wahnsinnig verblüfft, wie heiß ihr auf Salami seid. Also diese Frage kam super oft und die wird jetzt auch erklärt, worauf oder wozu dieser Salami-Verzicht überhaupt gut ist und warum man auf Salami verzichten sollte, warum das immer empfohlen wird und ob das so schlimm ist, wenn man jetzt Salami gegessen hat und schwanger ist. Erzähle ich auch eine kleine Anekdote von Mareike, die eine Salami-Obsession entwickelt hat in der Schwangerschaft. Also diese Frage war sehr, sehr oft, aber auch viele andere und die klären wir jetzt. Wollen wir nicht gleich die Salami-Frage als erstes klären? Also das ist wirklich die meistgestellte Frage, die ich jetzt so hier beim Durchscrollen gesehen habe. Es geht um Dinge, die man in der Schwangerschaft essen darf und nicht essen darf. Diese Verbote, die immer ausgeschrieben werden. Warum gibt es die eigentlich? Und da kann man gleich mit der Tür ins Haus fallen. Salami und Käse, Weichkäse wie Camembert. Alles, was nicht ganz durchgegart ist, kann man sich eigentlich merken. Ob das jetzt Fleisch ist, Fisch ist oder auch Käsesorten, und weicher Käse ist eben nicht ganz durchgegart, deswegen ist er weich, können Bakterien, Keime, Parasiten enthalten, die schädlich sein können tatsächlich. Und bei Salami geht es ja immer so ein bisschen auch um diese Toxoplasmose oder rohes Fleisch allgemein, die Toxoplasmose-Gefahr. Und bei den Käsen ist es auch oft diese Listerien, die man vielleicht mal gehört hat. Alles zusammenfassend Dinge oder auch Keime, die potenziell Schaden anrichten können bei einer Schwangerschaft. Und deswegen wird kein Arzt der Welt da draußen sagen, esst Salami so viel ihr wollt, es macht überhaupt nichts aus. Das ist einfach etwas, was in einer bestimmten Prozentzahl Schaden anrichten könnte. Und da würde man ja in Teufelsküche kommen, wenn man das empfehlen würde. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist natürlich ein sehr niedriges Risiko. Es gibt eine 0,6%ige Wahrscheinlichkeit, sich in der Schwangerschaft mit Toxoplasmose anzustecken, wenn man rohes Fleisch, Salami etc. zu sich nimmt. 0,6% ist nicht null, das stimmt, ist aber auch jenseits von wahrscheinlich. Es ist unterm Strich eure Entscheidung, wenn ihr mit 0,6% gut leben könnt. Das ist das große Salami-Geheimnis. Und deswegen ist es auch schwer zu googeln, weil die eine schreibt einfach in irgendeinem Forum, nur ich habe jetzt das fünfte Kind bekommen, ich habe in meiner ganzen Schwangerschaft Sushi, Salami, Camembert, was weiß ich für Weichkäse gefuttert, dann ist es alles gut gegangen bei 5 Kindern, überhaupt kein Problem. Und die andere schreibt, doch, ich kenne jemanden, dessen Schwester, dessen Tante, deren Verwandte hat Toxoplasmose in der Frühschwangerschaft entwickelt und es kam leider zum Schwangerschaftsabbruch. Also, es gibt beide Parteien, weil es eben nicht bei null liegt, die Wahrscheinlichkeit. Aber man muss diese geringe Wahrscheinlichkeit auch einfach immer im Hinterkopf behalten. Nächste Frage. Wie sieht es aus mit Kaffeekonsum in der Schwangerschaft? Ich habe gehört, es ist verboten. Ich glaube, mein erstes oder zweites Video überhaupt auf diesem Kanal, lang ist's her, geht über Ernährung in der Schwangerschaft. Und da erzähle ich auch was über den Kaffeekonsum. Denn nein, er ist nicht verboten. Er sollte nur in Maßen erfolgen. 1 bis 2 Tassen Kaffee pro Tag ist völlig unbedenklich. Alles, was darüber hinausgeht, sollte man vielleicht sich gut überlegen und geschweige denn von irgendwelchen Energy Drinks, die einfach hochkonzentriert Koffein haben und auch noch Taurin mit drin. Das
sollte man tatsächlich nicht machen. Das ist absolut schädlich. Nicht nur, weil da Zucker ohne Ende drin ist, aber es ist auch zu viel Koffein drin für dich und dein ungeborenes Kind. Aber Kaffee grundsätzlich nicht verboten. Nein, nein, nein. Kaffee darf man nicht verbieten. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Kaffee darf man nicht verbieten. Oh Gott, hier sind so geile Fragen. Gehen wir erstmal die erste durch. Haare färben in der Schwangerschaft. Also, das ist auch super häufig ergoogelt, oder? Ob ich jetzt meine Haare weiter färben darf in der Schwangerschaft oder eben nicht. Und wenn man da anfängt zu googeln, kommen auch 1000 Meinungen. Und meine Meinung ist auch die, und die ist auch per paar Studien, die jetzt nicht super aussagekräftig sind, aber sie sind so weit belegt, dass man sagen kann, potenziell ist es wahrscheinlich nicht schädlich. Wenn man jetzt überhaupt nicht drauf verzichten kann, dann darf man sich die Haare färben, denn man bringt ja diese Mittelchen lokal auf und es ist auch in sehr, sehr geringen Mengen, die man da auf die Haut quasi aufträgt und die dann auch über die Haut aufgenommen werden, sodass der potenzielle Schaden überschaubar ist und in der Regel als nicht gefährlich eingestuft werden kann. Aber wenn man jetzt drauf verzichten kann und sagt, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt die Haare färben oder tönen, dann lässt man es halt komplett bleiben. Das ist auf jeden Fall die sicherste Variante, die es überhaupt gibt. Aber wenn mir jetzt eine Frau gegenüber sitzt und die fragt mich, kann ich meine Haare färben? Oh Gott, ich komme so nicht klar mit meinem Ansatz. Ich muss jetzt unbedingt was tun, sonst raste ich komplett aus. Würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist bei lokalen Mitteln auf der Kopfhaut, die sehr gering sind, absolut unwahrscheinlich. Alle wurscht in der Schwangerschaft. Die Nicht-Nordhessen wissen jetzt überhaupt nicht, wovon ich da rede. Alle wurscht, Beste. Hatten wir schon beim Thema Salami, aber viele Grüße nach Nordhessen zurück. Darf man in einem See, Fluss, hier die Weser, oh, auch in der Nähe, schwimmen gehen? Ja. Also dieses Thema, ob ich jetzt in das, können wir ja auch zusammenfassen mit Schwimmbad, Badeseen, Flüsse, Meer, ob ich da überhaupt baden gehen darf. Grundsätzlich steht dem nichts entgegen. Es gibt natürlich ein paar Abers, wenn du jetzt schon eine vaginale Infektion hast, einen Blasensprung, um Gottes Willen, dann ist natürlich eine ganz andere Nummer. Aber wenn du jetzt eine gesunde, intakte Schwangerschaft hast, wo alles in Ordnung ist, du bist regelmäßig bei deinen Vorsorgen und der Scheiden-pH, da ist alles normal, spricht überhaupt nichts gegen, in einen Badesee etc. zu gehen, wenn das denn zugelassene Seen sind oder auch Schwimmbäder sind, die natürlich durch den Chlorgehalt auch keimarm sind. Auch da, es gibt natürlich ein geringes Risiko, das nervt, über dieses geringe Risiko immer reden zu müssen, weil natürlich gibt es in der Medizin nie nichts. Das ist ja das Problem, was wir immer haben, wenn uns einer fragt, passiert da hundertprozentig nichts bei einer OP zum Beispiel? Da würde ich sagen, die 100% gibt es nicht in der Medizin. Das ist furchtbar, darüber zu sprechen. Und so ist es auch hier. Natürlich gibt es da auch Keime. Und das sind auch völlig normale Keime. Eure ganze Scheide ist voller Keime. Das sind nur auch Keime, die da hingehören. Und die übermannen quasi auch die bösen Keime, die da vielleicht reinkommen. Also wenn alles super intakt ist und dieses Milieu stimmt, dann passiert da überhaupt nichts. Mareike war bis kurz vor Geburt, ich glaube bis vom dritten, vierten Tag vor quasi, wo es losging, hier in einem Badesee. Und da war sie auch lange drin. Und diesen Blasensprung, den man befürchtet, wenn da Keime dann aufsteigen und da an dieser Fruchtblase nagen, den hatte sie dann ja ganz spät in der Geburtsphase quasi. Und sie war auch schon in der früheren Schwangerschaftswoche in diesem Badesee. Ist nichts passiert. Also warum sollte es verboten sein, in Badeseen zu gehen? Früher war man Tag ein, Tag aus nur in Flüssen und Seen, um sich zu waschen. Wir leben alle noch. Ich sitze hier, kann das drehen. Das liegt daran, dass da nicht allzu viel passiert sein konnte. Oh, super Frage. Ich habe mal gelesen, dass beim Stuhlgang zu arg gepresst wird und es dem Kind dadurch schlecht gehen kann. Verstehe ich nicht. Also Stuhlgang hinten in der Schwangerschaft, Stuhlgang kann irgendwann mal Wehen auslösen, aber erst wenn der Körper natürlich bereit ist für Wehen und das ist in einer sehr späten Schwangerschaftswoche der Fall, da ist Stuhlgang sogar das einzig evidenzbasierte Mittel, was Wehen anregen kann und fördern kann. Deswegen all das mit Rotwein und Sex und Treppenlaufen ist alles nicht studienbelegt, aber Stuhlgang ist studienbelegt. Das hilft, um Wehen anzuregen. Aber jetzt in der frühen Schwangerschaftswoche oder sowas ist dieses Kompartiment Darm und Gebärmutter mit mini kleiner Fruchthülle und Embryo sehr weit weg. Also ihr dürft kacken, auf gut Deutsch, ist kein Problem. Schadet es, den Laptop auf den Bauch abzustellen wegen der Strahlung? Bei der Strahlung geht es jetzt, glaube ich, um diese elektromagnetischen Smog, den man so kennt. Ob es Handy ist oder Laptop oder was weiß ich. Elektromagnetische Strahlung, da müsstet ihr euch nochmal in Physik belesen, ist jetzt grundsätzlich nicht schädlich für Körper.
Aber die Wärme, die da entsteht, wenn du jetzt deinen Laptop zum Beispiel die ganze Zeit auf dem Bauch hast, die ist mitunter relativ warm. Und deswegen würde ich davon absehen, dass man diesen Laptop die ganze Zeit auf den Bauch stellt, wenn man schwanger ist, um das Kind da nicht zu grillen. Also von der Strahlung her, nein, gibt es überhaupt noch keine Anzeichen oder Daten dazu. Wir haben jetzt natürlich in diesem Zeitalter noch nicht diese langfristigen Daten von 100, 200 Jahren. Aber das, was wir jetzt heute wissen, ist es überhaupt nicht schädlich. Ich muss mich kurz fassen, weil es sind 1000 Fragen. Ich muss unbedingt noch einen zweiten Teil machen. In den USA darf man ein Glas Wein pro Tag trinken. Im dritten Trimester ist es dann sogar empfohlen. Alter. Also es gibt zwei Dinge, wo ich echt, ich bin lieber netter Mensch, aber zwei Dinge, wo ich echt mich zurückhalten muss, ist, wenn man in der Schwangerschaft trinkt, Alkohol trinkt, könnte ich ausflippen, und wenn man raucht. Also das sind zwei absolute No-Gos, wo ich überhaupt kein Verständnis mehr aufweisen kann, überhaupt nicht. Und da ist auch irgendwo eine Frage gewesen, dass man ja das Kind vom Rauchen auch entwöhnen muss, sonst macht es einen Entzug mit, dass man also langsam reduzieren soll, absoluter Schwachsinn. Also ganz ehrlich, jede Zigarette, die mehr ist, also die zusätzlich ist, ist absoluter Scheiß für das Kind. Und deswegen hast du von Entzugsproblematiken bei Nikotinkonsum ist körperlich fast nicht vorhanden. Psychisch, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Jeder Raucher, der mal aufhören wollte und es nicht hinbekommen hat und sich zittrig gefühlt hat etc., weiß, wovon ich rede. Aber körperlich, nachgewiesenermaßen, gibt es keinen Entzug, weil Nikotin quasi über Nacht schon von den Rezeptoren abgedockt ist und diese Rezeptoren auch abgebaut werden. Das heißt, ihr habt über Nacht quasi einen körperlichen Entzug schon hinter euch, aber den psychischen Entzug natürlich noch nicht. Aber jede Zigarette zu viel in der Schwangerschaft, selbst diese komische Entwöhnungstheorie, die es gibt, ist Nonsens, ist absoluter Schwachsinn. Hört einfach auf zu rauchen, sobald ihr wisst, dass ihr schwanger seid. Tut dem Kind den Gefallen. Echt, das muss man ja, dass man da überhaupt drüber sprechen muss. Also wenn man zwei Knöpfe hätte und eine Mutter steht davor und da über dem einen Knopf steht, ihr Kind wird mal gesund, wird gute Lungen haben, wird kein Asthma haben, keine Allergien, und ihr Kind wird Asthma haben, wird vielleicht mal irgendwann Krebs kriegen mit 70 und wird Probleme haben, wird dick werden. Welchen Knopf drückt ihr? Welchen würdet ihr für euer Kind wählen? Das ist natürlich der gesunde Knopf. Aber diesen Knopf habt ihr in der Hand. Macht den weg. Darf ich das Katzenklo reinigen? Oh ja, wieder Toxoplasmose-Gefahr, hatten wir bei der Salami schon mal. Du darfst das Katzenklo potenziell reinigen, perfekt. Und empfohlen ist es mit Handschuhen und sogar mit Mundschutz, weil das natürlich in dem Katzenkot übertragen werden kann. Ansonsten den Partner machen lassen. Ich muss das auch machen. Ich mach's bis heute. Sex in der Schwangerschaft. Ob der verboten ist? Nein, Sex in der Schwangerschaft ist absolut, wenn alles gut ist, nicht verboten. Also muss natürlich, darf es keine Blutung haben, keinen verkürzten Gebärmutterhals, keine Infektion etc. pp. Wenn da alles okay ist, ist Sex überhaupt kein Problem, um Gottes Namen. Macht Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. So, ich würde sagen, ich sehe hier auf meiner Kamera, wir haben schon fast 17 Minuten gesprochen. Ich mache jetzt noch 1 bis 2 Fragen und dann machen wir den Rest im nächsten Teil. Schreibt mir gerne mal eure blöden Fragen, weil ich finde es absolut interessant, was hier so alles bei rumkommt. Darf ich in die Sauna? Oh ja, gute Frage. Hier ist eine Frage, darf ich in die Sauna und darf ich baden? Du darfst beides. Du darfst sowohl in die Sauna, es ist kein Problem, und du darfst auch baden. Du solltest nur ein bisschen darauf achten, dein Kreislauf. Ich habe das in der Plazenta, im Plazenta-Video, übrigens ein sehr cooles Video. Könnt ihr mal, ich verlinke es euch, wenn ich dran denke, ich verlinke es euch. Seht ihr, wie viel Blut durch die Plazenta läuft? Und das fehlt eurem Körper. Wenn ihr jetzt zu heiß badet und dann aufsteht oder in die Sauna geht und dann rausgeht, dann merkt ihr, dass ihr vom Kreislauf her ganz schön am Schwanken seid. Und da müsst ihr einfach vorsichtig sein, die Sauna und auch die Badewanne einfach nicht zu heißen, sogenannte Ökosauna machen, ist perfekt. Und die Badewanne halt eben nicht auf die, weiß ich nicht, geliebten 40, 41 Grad, sondern doch die 38, 39. Ist auch noch schön, auch noch entspannt und geht nicht so auf den Kreislauf. Aber ist auf keinen Fall schädlich. Eine sehr oft gestellte Frage ist, sind alkoholfreie Getränke, alkoholfreies Bier oder Weizen, haben ja auch einen gewissen Alkoholgehalt. Leute, eine Banane, die ein bisschen bräuner ist, hat auch einen gewissen Alkoholgehalt, und weiß ich nicht, gegorenes Obst, was ein bisschen älter ist, hat alles ein bisschen Alkoholgehalt. Das ist in diesen Gefilden überhaupt kein Problem. Eure Leber hat das abgebaut, das ist kein Ding. Ihr dürft alkoholfreies Weizen trinken, alkoholfreies Bier. Dieser super niedrige Alkoholgehalt, der da drin ist, den es auch in zig anderen Produkten gibt, die man sich überall hinschmiert oder isst und trinkt, stellt kein Problem dar. Das dürft ihr
bedenkenlos konsumieren, ist sogar sehr, sehr gut, weil in alkoholfreiem Weizen zum Beispiel sehr schöne isotonische, viele leckere Stoffe drin sind, die gut tun. In Ordnung. Oh. Ich beende dieses Video hier. Ich finde es sehr, sehr cool und stellt mir auf jeden Fall auch hier unter diesem Video ganz viele blöde Fragen, denn wie gesagt, es gibt schon blöde Fragen, aber die sind trotzdem Fragen und die machen einen trotzdem unsicher. Und deswegen dürft ihr absolut diese Fragen stellen und ich werde mir mal wieder einen Tag schnappen, wo wir so ein paar Fragen besprechen. Ich finde es extrem spannend und ihr vielleicht auch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei dem nächsten Video wieder und ich freue mich schon auf eure blöden Fragen. Bis dahin, viel Spaß beim Weiterbrüten, schwanger werden, Liebe, Liebe, Liebe machen, baden, Sauna, Kaffee trinken und in den See gehen. Alles gleichzeitig. Bis dann.